Er spricht Renate von der Irland-Gruppe Omega. Ich möchte heute daran erinnern, dass in Lateinamerika häufig Aktivisten und Aktivistinnen, die sich für die Umwelt einsetzen oder für Gerechtigkeit, umgebracht werden. Es sind auch häufig westliche Firmen daran beteiligt. Ich wollte das an einem Beispiel aus Honduras machen. Der Geschäftsführer des Wasserkraftunternehmens DSAA ist als Drahtzieher der Ermordung der indigenen Menschenrechts- und Umweltaktivistin Berta Calceres schuldig gesprochen worden. Über 5 Jahre nach dem Mord ist Roberto David Castillo für seine Mittäterschaft verurteilt worden. Nach 49 Prozesstagen verkündete der Gerichtshof in Tegucigalpa am 5. Juli sein Urteil gegen Geschäftsführer des Unternehmens Desarrollos Energéticos, einem ehemaligen Offizier des militärischen Geheimdienstes. Das Gericht sieht als erwiesen an, dass Castillo eine Gruppe von Auftragsmördern und Zwischenhändlern mitkoordinierte, die den Mordplan in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai 2016 in die Tat umsetzten. Außerdem hatte Castillo Berta Caceres systematisch überwachen lassen. Das Urteil stützt sich in erster Linie auf die Auswertung von 2 Chartprotokollen und Mobilfunkdaten. Das Beweismaterial ist nicht neu und bildete bereits Ende 2019 die Grundlage für die Verurteilung von 4 Auftragsmördern und 3 Mittelsmännern. Der Zivile Rat für Indigene und Basisorganisationen in Honduras, deren Koordinatorin Berta Caceres bis zu ihrem Tod war, begrüßte das Urteil als einen Schritt hin zur Gerechtigkeit und als einen Sieg für diejenigen, die den Prozess begleitet und sich solidarisch für die Menschenrechte eingesetzt haben. Der Rat erklärt aber gleichzeitig, dass keine Gerechtigkeit erreicht ist, solange nicht alle geistigen Urheber der Tat vor Gericht gestellt werden. Namentlich genannt sind hier der Finanzchef von DESA sowie die Mehrheitseigentümer bzw. Mitglieder des Aufsichtsrats. Im Prozess gegen David Castillo war Daniel Astala als Zeuge geladen, verweigerte aber die Aussage, da gegen ihn ermittelt werde. Bislang wurde Daniel nicht angeklagt, die Staatsanwaltschaft bestätigte aber, dass Ermittlungen gegen ihn liefen. Der Anwalt der Nebenklage, Victor Fernandes, erklärte anlässlich des Urteils, wir müssen den Justizbehörden nicht dankbar sein, weil diese perfekt darin waren, Berliter zu verfolgen, zu kriminalisieren, einen Haftbefehl gegen sie auszustellen und sie von ihrem Territorium zu vertreiben. Weil es nicht gelungen sei, sie zu kriminalisieren und einzusperren, sei sie letztendlich ermordet worden, sagt auch Rosalina Dominguez aus der Gemeinde Rio Blanco, in der DESA gegen den Willen der Bevölkerung das Wasserkraftwerk Agua Zanca bauen wollte. Sie dachten, wenn sie uns die Compañera nehmen, brächten sie uns zum Schweigen. Obwohl das Gericht als Motiv für die Ermordung klar ihre Gegnerschaft gegen das Projekt Agua Zanca und die Konzessionsvergabe über den Guelcarque-Fluss identifiziert hat, hätten die Strafverfolgungsbehörden bislang keinen Willen gezeigt, die Konzession wieder zu entziehen. Die Organisation fordert neben der Strafverfolgung weiterer Auftraggeber des Mordes die Rücknahme der Konzession, die als Folge von Korruption vergeben wurde. Unter anderem gegen David Castillo läuft noch ein Betrugsverfahren im Zusammenhang mit der Konzessionsvergabe. Das Strafmaß soll am 3. August verkündet werden. Das schriftliche Urteil wird erst nach der Sommerpause des Gerichts vorliegen. Leider werden solche Morde weitergehen und wir müssen unsere Solidarität immer wieder zeigen. Wenze Remus und Shakiala. Danke, Renate. Wenze Remus und Shakiala.